Tja, da brauche ich jetzt ja gar nicht mehr viel sagen. Jetzt kann ich dann gleich in die Theorie, auf die Metaebene gehen, um das vielleicht ein bisschen auf der Metaebene verdeutlichen, was ich in den letzten 20 Jahren begriffen habe. Mein Titel ist, wie gesagt, Stiftungen als Akteure der Bürgergesellschaft. Und da ich nun nicht das Unternehmen Bräuning übernommen habe, sondern die Stiftung, habe ich daraus einen Akteur der Bürgergesellschaft gemacht. Jetzt kommt erst ein bisschen was Allgemeines, warum wir die brauchen. Und dann mache ich natürlich über die Bräuninger Stiftung. Dann erzähle ich über die Stiftung und ich hoffe, dass Sie dann hinterher die genauso gut finden wie ich und dass Sie dann bei der Bräuninger Stiftung das Wissen einkaufen, nicht die Ware. Innovationsbedarf. Das wurde von Ihnen schon auch gesagt, vorher gleich zu Beginn, dass wir einen riesigen Innovationsstau eigentlich haben. Wir brauchen im Grunde nachhaltige Lebensstile, wir brauchen neue Wohnformen, wir haben diesen demografischen Wandel, die vielen alten Menschen, die wir nicht einfach in die Altersheime stecken können. Ich denke, wir müssen ganz neu alt und jung mischen. Wir brauchen nicht diese Einzelleister, sondern die Teamarbeit in Kompetenzzentren, wo verschiedene Disziplinen lernen, wie man zusammenarbeitet. Und in der Schule geht schon los, dass wir ganzheitliche Lernprozesse brauchen. Und nicht mehr, hier ist die Mathe und da ist Englisch und da ist Deutsch und da ist Sport. Alles dies Getrennte, denke ich, das wird in Zukunft immer weniger funktionieren. Und vor allem, wir brauchen, das wird Herr Götz-Werner ja dann auch in, glaube ich, der dritte oder der vierte erzählen, wir brauchen eine Arbeit jenseits der Erwerbstätigkeit. Das habe ich nicht mehr draufgeschrieben, aber ich denke, wir brauchen auch ein neues Wirtschaftsmodell. Das wird uns auch nicht mehr so lange gut durch die globalisierte Welt tragen. Aber da machen wir dann mal eine eigene Veranstaltung draus. Ja. Das neue Gesellschaftsmodell, was wir brauchen, was diese Innovation trägt, das braucht neue Methoden und neue Instrumente. Wir sind es ja gewohnt in unserer Politik, wir wählen immer weniger, weil wir merken, das bringt gar nichts, weil wir diese linearen Entscheidungswege in der Politik haben, in allen Sektoren. In Politik, Wirtschaft und der Bürgergesellschaft, da stoßen diese linearen Entscheidungsmodelle von oben nach unten, stoßen an ihre Grenzen. Es wird über Menschen entschieden, statt mit ihnen nach Lösungen zu suchen. Es sind immer einige wenige, die wissen dann, wie es geht und die ordnen das dann, wie im Betrieb auch, den anderen, der großen Mitarbeiterschaft an. Aber wenn nicht alle eingebunden sind, dann kann eigentlich der vorhandene Sachverstand, kann die Kreativität, kann die Motivation gar nicht genutzt werden. Und dann bleiben die Entscheidungen auch uninteressiert. Denken Sie an so einen Schulrektor, der kriegt wieder einen neuen Erlass vom KUMI geschickt, der hat gar nicht die Zeit, die 80 Seiten durchzulesen, wo spannende Inhalte drinstehen. Aber er hat überhaupt keine Lust, die in seiner Schule umzusetzen. Und diese Schule, dieser Schulrektor ist jetzt nur ein Beispiel für die meisten Orte. Und dann darüber hinaus haben wir eigentlich eine moderne Gesellschaft, die fast alles als Querschnittsthemen hat. Und die erfordern eben, dass wir aus den Ressorts, aus dem Ressortdenken rausgehen. Sie sehen hier ein aufgeräumtes Bild. Da gibt es ein schönes Buch, Bilder aufräumen. Dieses Bild, das werden Sie nachher dann nicht aufgeräumt im Original sehen, aber das macht was Deutliches klar. Das macht was klar, dass wenn man das ist die quasi unsere Bürokratie. Ne? Da gibt es jetzt im Grunde das Schwarze wären vielleicht die, die Arbeit haben. Das lange Schwarze sind die Kleinen, die noch nicht in die Schule gehen. Das Rote sind vielleicht die Arbeitslosen. Das Blaue sind die Kranken. So kann man natürlich die ganze Gesellschaft aufteilen in einzelne Gruppierungen. Und dann haben wir eine Versäulung, die eigentlich den Blick aufs Ganze erschwert und die Kooperation erschwert. Wir haben dann keine Möglichkeit mehr, wie wir alt und jung zusammenbauen können, wie man in einer Kommune einen Kindergarten mit dem Altenheim zusammenbringt oder wie man eine Schule dranhängt und da gibt es da die Küche vom Altenheim, da kann man wunderbar auch die Schüler speisen. Also wie nutzt man eigentlich das Vorhandene, indem man Dinge zusammenbringt? Das ist die Fülle des Lebens, so sieht es eigentlich aus. Deswegen gibt es ja in der Systemtheorie den schönen Spruch, den ich über alles liebe, Komplexität ist die Lösung, nicht das Problem. Und natürlich muss man bei Komplexität immer aufpassen, dass es nicht überkomplex wird, dass man die Komplexität managen kann, dass es nicht kompliziert wird, sondern dass es prägnant und überschaubar bleibt. Das heißt, man muss Komplexität oft entflechten, aber man sollte die Komplexität nicht isolieren. Entflechten, wo man es wieder zusammenbinden kann, wie so ein Zopf,
wenn man den Mädchen die Haare kämmt, dann sind sie, kann man sie gut waschen und am nächsten Tag macht die Mutter wieder den Zopf draus und sind sie wieder zusammen, aber dann werden sie wieder aufgebunden und wieder schön gewaschen. So dieser Prozess, die Haare entflechten und dann wieder zusammenbinden in Zöpfe, das ist eigentlich das Tool, was uns weiterhilft. Denn die, wie gesagt, die Fülle des Lebens, die lässt sich auch schlecht isolieren. Und wie sähe eine Frau aus, wenn sie im Grunde nur noch vor ihren Zöpfen sitzen würde und hätte ihre Glatze? So ein bisschen ist das, wenn wir das so machen. Hat man der Frau die Haare abgeschnitten, die einzelnen schönen Zöpfe liegen da, aber sie sind eigentlich nicht mehr am Kopf dran. Und es fehlt eigentlich der Zusammenhang. Wie geht das? Wie kann man quasi Versäulung überwinden? Ich würde behaupten, dass das eigentlich die Hauptaufgabe der gesellschaftlichen Innovation ist. Gesellschaftliche Innovation ist jetzt keine technische Innovation, wo einzelne Dinge neu erfunden werden, sondern wir müssen, ich würde definieren, gesellschaftliche Innovation ist diese Versäulung überwinden. Und dafür brauchen wir eben partizipative Strukturen für unsere Querschnittsthemen. Wir können Gesundheitslösungen oder den Umweltschutz, die neue Arbeit, also weg von der Erwerbsarbeit, die Bildung, die wir brauchen, die Integration von Migranten, alles das braucht im Grunde vollkommen neue Lösungen und neue Kommunikationsarchitekturen. Und wir brauchen solche kommunikativen Entscheidungsverfahren wie Bürgerentscheide, wie Bürgerinitiativen, die diese linearen politischen Entscheidungswege ergänzen, aber im Grunde nochmal das neu aufmischen, ganz neu vernetzen und die vorhandenen Strukturen dadurch neu beleben und verbessern. Nachher mache ich dazu gleich ein schönes Beispiel. Jetzt kommt erst die Theorie, wie Sie das ja können hier in der Universität, darf man auch erstmal auf der Metaebene ganz theoretisch sein. Und dann behaupte ich weiter, dass diese Innovationen, das sagt auch Herr Bullinger in Stuttgart, wenn er seine Innovationsveranstaltungen vom Fraunhofer-Institut vorträgt, dann heißt zum Schluss eigentlich nur, es ist alles schon erfunden. Es sind die neuen Verbindungen, die quasi das Neue bringen und die Innovation schaffen. Aber diese neuen Verbindungen, die brauchen professionell moderierte Prozesse, gerade in der gesellschaftlichen Innovation, denn sonst wird es Chaos. Stellen Sie sich vor, Sie laden 100 Leute ein, dass die gemeinsam was andenken. Wenn das nicht brillant organisiert ist und wenn es nicht im Grunde auch geführt wird, entsteht hinterher ein Chaos und jeder geht nach 3 Stunden und sagt, da gehe ich nie mehr hin. Also dann haben wir uns die Motivation, sich gemeinsam auf einen Prozess einzulassen, haben wir dann quasi kaputt gemacht. Wir müssen Plattformen schaffen. Und nur auf diesen Plattformen können wir quasi Menschen in die Begegnung bringen und können wir quasi dafür sorgen, dass das Neue in diesen Plattformen entsteht. Und das Wichtige ist an diesen Plattformen, dass sie gleichberechtigt sind. Die dürfen keine Hierarchie haben. Denn sobald sie Hierarchie wieder haben, dann gibt es die da oben, die also die Wichtigeren sind, die eigentlich schon wissen, wie es ist und die, die weniger wichtig sind, die brauchen sich eigentlich gar keine Gedanken machen, die brauchen gar nicht in irgendeiner kleinen Arbeitsgruppe eine Lösung andenken, weil sie denken, ist eh schon alles besprochen, wozu soll ich mich noch anstrengen? Und diese Plattformen, die funktionieren auch dann für eine Lösung nur, wenn jeder bereit ist, seine Handlungsspielräume einzubringen und auch seine Strukturen. Und wenn er auch sagt, wenn er vom Jugendamt ist und sagt, also ich könnte für die Kinder, könnte ich im Grunde einen Sozialarbeiter bezahlen, aber für die anderen Kinder kann ich das nicht, das fällt nicht in mein Ressort. Also jeder, der da sitzt, muss sagen, was kann ich und was kann ich nicht. Und dann, wie gesagt, betone ich nochmal, braucht es diese neutrale, und die Prozesskompetenten, das braucht die neutrale Stimmung, es braucht die Gastgeber und es braucht Führung und Verantwortung. Und da bin ich eben der Meinung, das können Stiftungen perfekt. Es kostet auch Geld, es ist nicht zum Nulltarif zu haben. In Stuttgart haben wir ein sehr bewährtes Instrument für die Plattformarbeit. Auf unserer Bürgerstiftung Stuttgart, die ich in den letzten Jahren seit 2006 zu einer lokalen Plattform der Bürgergesellschaft entwickelt habe, ist das, wir haben kein Königsprojekt mehr, schreit ja immer jeder, wo ist das Königsprojekt? Wir haben den Königsweg und das sind unsere runden Tische. Und auf diesen runden Tischen, da gibt es, wie gesagt, gibt es auch ein Prozessdesign, da gibt es keine Ownership, wem jetzt das Ergebnis gehört, sondern es ist immer die Gruppe in den runden Tischen, die den Prozess quasi durchläuft, die letzten Endes auch das Projekt entwickelt, die Lösungsvorschläge macht, es dann gemeinsam umsetzt und das ist dann quasi auch das Gemeinschaftseigentum dieser runden Tischgemeinschaft.
Es braucht sehr viel Dialog, bis man überhaupt ein gemeinsames Thema hat, bei dem alle gewinnen können. Das ist auch ganz wichtig. Die runden Tische ertragen nur ganz bedingt Konkurrenz. Vielleicht mal in kleinen Arbeitsgruppen für 3 Stunden, wo jede Gruppe eine Lösung sich vorstellt und dann trifft man sich im Plenum und dann gibt es verschiedene Lösungen und alle sagen, Mensch, das ist die beste. Aber dann einigt man sich auf eine Lösung und bleibt nicht in der Konkurrenz hängen und steckt Geld in alle Lösungen, sondern man einigt sich eigentlich auf die beste. Und wenn man bei diesem gemeinsamen Thema, bei dem alle gewinnen können, auch eine Lösung dann gemeinsam finanziert und trägt, dann gibt es diese Verbindlichkeit, dann gibt es auch die Bereitschaft für die Zusammenarbeit und dann bleibt die Energie. Und dann ist man auch gemeinsam verantwortlich für die Lösung und für die Umsetzung. Das ist das, was jetzt viele Wirtschaftsleute so ganz toll finden. Deswegen zeige ich Ihnen auch das. Wir müssen zeigen, wozu lohnt sich das, dass Stiftungen solche Plattformen finanzieren, da 2 Fulltime-Stellen schaffen, dass die sich dann quasi mit der Dokumentation drum kümmern und dass das moderiert wird. Das schafft soziales Kapital, so ein runder Tisch. Weil es nämlich Synergie erzeugt, weil es diese gemeinsamen Ziele gibt und vor allem jeder Manager freut sich auch, ist dann alles viel billiger. Wenn jeder seine Handlungsspielräume einbringt, dann kommt wirklich eine Ressourcenoptimierung und nicht mehr jeder arbeitet am Gleichen. Und die Verantwortungsgemeinschaft, wenn sie Erfolg hat, die trägt dann auch in die nächste Lösung rein. Und so vermehrt sich dann das soziale Kapital nachhaltig. Genau das, was ich eigentlich für die Marke Bürgerstiftungen will. Wenn es den Bürgerstiftungen gelingt, dass sie das soziale Kapital ihrer Standorte, dass sie die stärken nachhaltig, dann bringen die Bürgerstiftungen aus der Bürgergesellschaft wirklich das Pfund mit, was der Kommune fehlt und womit die Kommune dann die Lösungen erreichen kann, die sie mit ihren Steuereinnahmen überhaupt nicht mehr finanzieren kann. Die Stiftungen. Ich behaupte, dass die Stiftungen als Akteure der Bürgergesellschaft wunderbare Innovatoren sein können, wenn sie nicht mehr mit Buxbaum und Vivaldi und unser Stifter und das klassische Streichkonzert und alles wunderbar und der Stifter wird immer geehrt und es finden so, obwohl er schon 100 Jahre tot ist, immer noch in seinem Sinn irgendwelche Projekte statt, die gar nicht mehr in die Zeit passen. Ich denke, Stiftungen müssen so mutig sein, dass sie im Sinne ihrer Stifter auch modern sind, dass sie ihre Stiftungssatzungen auch immer wieder modernisieren und sich überlegen, wie können wir nicht mehr 100 Stiftungen einzeln, sondern mehrere Stiftungen gleich zusammen in Verantwortungsgemeinschaft handeln und Plattformen für Prozesse schaffen. Das machen wir jetzt. Bräuninger Stiftung, BMW Stiftung, das machen wir mit unserer neuen Stiftung Paritz, das machen wir mit der Bürgerstiftung Stuttgart, die im Grunde sofort als Plattform aufgestellt ist. Und dann kann man nämlich Strategien auf Nachhaltigkeit festlegen und vor allem muss man auch transparent sein, denn wenn man zusammen in Verantwortungsgemeinschaft handelt, dann muss man im Grunde transparent Einblick in die Prozesse, in die Zahlen und in die Entscheidungsfindung geben. Dann meine ich, dass die Innovation auch dann sein kann, wenn wir in Menschen investieren, nicht nur in Prozesse, sondern auch richtig in Menschen. Und dann können wir erhoffen, dass wir Synergie kriegen durch Kooperation und durch Partizipation. Das kommt jetzt dann alles gleich ganz am Beispiel der Bräuninger Stiftung. Wenn man so denkt, wie ich es jetzt theoretisch gebracht habe, denken Sie an, das mache ich nochmal rum, das ist ganz wichtig, unsere Gesellschaft. Und da habe ich früher, bin ich ganz ehrlich, mache ja 30 Jahre jetzt dieses Stiftungsgeschäft, habe ich im Grunde einzelne Forschungsthemen, zum Beispiel Bildung, also Projekte für Bildung, Projekte für Gesundheit, das waren dann jeweils so ein Häufchen. Ich habe dann auch immer meinem Kuratorium erzählt, was wir in Bildung gemacht haben, was wir in Gesundheit gemacht haben. Das war nicht ressortübergreifend. Das waren auch mal Projekte, die, solange ich sie finanziert habe, war das für einige Kinder wunderbar. Aber in dem Moment, wo dann quasi die Finanzierung ausgelaufen ist, war eigentlich das Ergebnis nicht nachhaltig, weil ich nicht auf vorhandenen Strukturen aufgesetzt habe, weil ich nicht das vorhandene Bildungssystem beeinflusst habe. Und